Und dann runter. Hier steht ein Baum, ne? Ach, die Bäume, die sind alle so ungünstig. Was haben die denn da gemacht? Dann gibt es am 12. Oktober. Ja. Und Abfahrt. Zack. Und wie die dann im Tunnel verschwinden, hier rauskommen. Oh, dann diese Kurve einlegen. Zack. Kann man eigentlich nur Holz achten? Na gut, nur Holz achten, da bauen wir hin. Ich glaube, das. Nee, das muss nicht sein. Carla Cox hat die Zuckerwatte gekauft. Hier, Carla Cox mit Zuckerwatte. Hier sehen wir sie gleich vorkommen. Zuckerwatte habe ich schon ausprobiert. Ja. Jetzt hat sich das mal hingesetzt und genießt die Zuckerwatte. Lecker. Dann beobachten wir Carla Cox beim Zuckerwatteessen. Da hat sie noch 14,30 € übrig. Da kann man nur mit ein bisschen was fahren. Mit 9 Sachen gefahren, 2 Sachen gegessen, Eis und eine Zuckerwatte. Das ist aber nicht die gesündeste Nahrung. Das kriegt auch noch Durst hier durch die Zuckerwatte am Ende. Carla, musste ich mal ein bisschen gesünder ernähren. Na gut, hier gibt es nicht wirklich eine Möglichkeit, sich gesund zu ernähren. Wo sind eigentlich die ganzen. Ach, hier ist noch Pommes und Limo. Oh, nee, das ist, glaube ich, nicht so die beste Idee. Und so wieder abgespeichert. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir einfach mal aus, ob wir hier eine Stromschnelle hinkriegen. Wo kann man denn die Stadt? Oh, jetzt regnet es auch noch. Versuchen wir einmal unser Glück hier. Ich würde mal hier an. Ach so, Nee. Dann so diesen Anfang hinzukriegen. Wir bauen einfach mal drauf los. Na gut, im Grunde genommen können wir hier durchbauen und dann hier oben wieder rauskommen. Das klingt eigentlich nach einem Plan. Oder hier oben rauskommen. Dann hier runter. Hier ist kein Baum im Weg, so wie das aussieht. Und dann da so eine Kurve reinbauen. Kann ich hier eine Kurve? Guck mal, das geht als Kurve. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, lass deine Wut aus. Hack auf die Attraktion ein. Mach sie ganz. Ach, da kann ich nicht rein. Oh, da muss ich hier. Eine S-Kurve. Die Drehung, damit die dann schön hier beim Abwärtsfahren noch ein bisschen Schwung mitnehmen. Ihr wisst das ja. Ne, die Wasserfälle, die kommen erst unterirdisch. Oh, jetzt bin ich eins zu weit. So, jetzt kommt hier ein fiester Drop. Jetzt ist natürlich die Frage, komme ich jetzt überhaupt unten durch? Ah, gut, das passt. So, hier kann auch noch ein Wasserfall jetzt kommen. Ja, jetzt ist die Frage, ich müsste eigentlich jetzt hier diese Stelle so ein bisschen freilassen, falls ich da dann irgendwie nochmal was anderes durchbauen will. Das müssen wir jetzt so ein bisschen berücksichtigen. Das heißt, ich kann im Prinzip erst hier wieder hochbauen. Aber bloß einen Drop, das ist mir ein bisschen zu.
zu schwach. Da hätte ich gern noch einen. Der kriegt einen... Nee, Quatsch. Eine Stromschnelle vorgeschaltet. Mit einem kleinen Huckel, wo es ihn hoffentlich rausträgt. Und jetzt hier rauskommt. Genau. So, eine Probefahrt machen. Da kann man doch bestimmt großzügig eine Mindestwartezeit einstellen. 20 Sekunden. Oh, eine Stromschnellen. Da war ja was. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich an den Stromschnellen liegt. Das hatten wir ja vorhin auch schon gehabt, ohne... Stromschnellen. Dass der Sound da mal kurz weg war. Oh, jetzt sind hier wieder Bäume im Weg. Wie komme ich denn jetzt hier am besten... Ich glaube, ich muss das schon sehr viel eher nach oben bauen. Ja, das sieht jetzt nicht so ästhetisch aus. Komme ich da jetzt überhaupt irgendwie hin? Oh, warte mal, ich baue erstmal den... Warte mal, kann ich nicht... Kann ich nicht... Nee, nicht abreißen. Nein. Kann ich nicht einfach hier runterbauen? So hier. Und jetzt kann ich dann bestimmt einfach... den Sound wieder einschalten. Oh, Carla Cox hat ja einen Ballon gekauft. Oh. Dann einfach hier so rum. So, jetzt haben wir eine Stromschnelle gebaut. Noch zum Gucken ein paar Bänke hin. Ich meine natürlich Bänke und nicht Mülleimer. So, die ersten Leute fahren schon mit. Gibt schon eine Bewertung. 2:45 ist die Fahrzeit. Gucken, was das bedeutet bei den Boden. Ja, 65 Sekunden und 12 Boote. 13, 7, 5 Sekunden, also 14 Sekunden. Im Schnitt kann ein Boot rausgehauen werden. Und dann gab es jetzt auch noch den Andenken-Kiosk. Tja, wo ist da jetzt Platz dafür? Was ist denn dort eigentlich? Was haben wir für Regenschirmfarbe eigentlich bisher festgelegt? Och, hallo Sound, bleib doch mal bitte. Gelb. Dann bleibt's dabei. Zack. Shuttle Loop Defekt. Stationsbremsen versorgen. Oh. Wenn das Spiel realistisch wäre, würde die Bahn einfach jetzt hier hinten rauscrashen.
und nicht einfach dort abbremsen. Da ist das Spiel ein bisschen inkonsequent programmiert, muss ich mal festhalten. So, ist mir Speicherzeit. Und der Sound ist mal wieder gegangen. Ich glaube, ich muss das Ganze, den ganzen Spaß hier doch mal irgendwann mal neu installieren. Da ist wahrscheinlich irgendwas bei der Migration der VM auf Windows 10 irgendwo was eventuell kaputt gegangen, wo man mal neu installieren müsste. Lokaler Cox wartet auf Shuttle Loop, jetzt wo dort die Stationsbremsen versagt haben. Das ist aber mutig. Das ist richtig mutig. Als nächstes kommt ein Ladenstand, die werden jetzt wahrscheinlich schon mal alle nachgeholt, die wir dort vergessen haben. Ich denke, wir können ein paar Entertainer einstellen, die ja die Leute so ein bisschen belästigen. Einfach mal von jedem Typen einen. Color Cock schon auf Shuttle Loop. Chatloop verlassen. Wie viel Geld hat sie denn noch? 11 Mark. Also jetzt musst du dich gut entscheiden, mit was du jetzt noch fett aus. Wir will nochmal mit Chatloop fahren. Sagen, bleiben wir doch einfach mal drauf und beobachten sie dabei, wie sie mit Shuttle Loop fährt. Jetzt schon sind sie schon im März, Jahr 3. Kommt sie mit rein? Ja, oh, sitzt ganz hinten. Hinterste Reihe.